Geht schon gut los. Hallo, hallo. Also Gläser an der Seite, alle an der Seite. Ich habe extra nicht viel getrunken. Obwohl ich im Garten war. Ja, aber Hecke, die Hecke war 4 Meter hoch. Nee, noch größer, 7. Ja. Auf dem Anhänger und dann hoch. Ne? Radlader, ne? Trecker, weißt du, wie sagen wir Trecker hier? Ne? Ja, und dann eine Hecke. War gut. Dann. Wird heute gut. Ich freue mich schon sehr auf die Sorte von unserem neuen Sponsor. Dann, wie sagen? 3 Tage schauen. Das ist unnatürlich gerade so. Okay. 3, 2, 1. Moin Leute und willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Review-Channel für Gaming Booster im deutschen Internet. Ja, und heute mit der neuen Sorte von Gamers Only, der Summer Edition. Der sogenannten Limitless Summer. Schon alles falsch, wie am Anfang gesagt. Limitless Summer Strawberry Lime. Ja, kann man auch Sommeredition nennen. Sommeredition passt, und, also alles gut. Ja, wie lange ist der schon draußen? 3 Wochen oder so, glaube ich. Ja, relativ zeitgleich zu der letzten Holy-Sorte. Ja. Dem Shark, der auch Erdbeere enthält. Also es ist anscheinend Sommer, ne? Trendthema 2021. Mach ich mal auf hier den... Ja, mach mal auf. Wir haben eine frische Verpackung. Übrigens, für euch zur Information, wir haben einen weiteren Partner. Und zwar die lieben Leute von Gamers Only. Die haben nämlich auch uns angeschrieben und haben gesagt, na, wie wäre es denn? Und hier und da. Und wenn ihr jetzt... Seit ein paar Videos seht ihr das auch schon. Wenn ihr über den Link unten bestellt, dann tut ihr uns was Gutes. Also, recht herzlichen Dank an Gamers Only. Das freut uns sehr. Trotz unseres kritischen Wortes. Natürlich. Das muss... Bleiben wir immer ehrlich und das ist ja perfekt. Das ist ein Profi am Werk. Das läuft ja wieder richtig gut. Ja, ist so alles. Aber es kommt mir schon entgegen. Der Geruch. Ja, hier schön, dass ihr es mal seht. Mhm. Oh ja. Also erster Gedanke ist für mich Jogurette. Jogurette? Ja. Stimmt, geht auch. Also Jogurette, direkt. Stimmt, du könntest Jogurette meinen, ja? Jogurette in Pulverform. Soll ich dir sagen, was mein erster Gedanke war? Wirklich der allererste? Ja. Campino-Bonbons. Diese Erdbeere, die mit dem Zwirbel. Ja, klar, die kenne ich auch, aber da wüsste ich jetzt nicht mehr genau, wie die riechen. Ja, ich weiß, aus irgendeinem Grund hatte ich das sofort im Kopf. Ich weiß auch nicht. Nee, aber Jogurette, Joghurt mag ich eigentlich, ne? Wenn die auch schön kühl ist. Ja, wir machen das richtig schön kalt. Richtig schön viel Eis rein. Wir haben auch einen Gamers-Only-Shaker natürlich, ne? Klar. Ich habe sogar zu Hause, die Jungs hatten uns ja mal was geschickt und da haben sie mir sogar den Oldschool-Shaker nochmal mit reingepackt, weil ich den ja so liebe. Ja, zum Drehen. Zum Drehen. Der einfachste, wirklich schönste. Für das Video haben wir jetzt den hier, der ist ja auch schön. Ja klar, machen wir erstmal ein bisschen Eis rein. Erstmal ein bisschen Eis. So, Wasser. Oma, das Wasser bitte. Ich hol das Wasser. So, warte. Hui. Ah. Das reicht für die Session heute. Ja, ich denke schon. Wir machen heute wieder mehrere Videos. Wir Profi. Dann mach ich mal rein. Ja klar. So. Ja, mach nochmal noch einen rein. So, dreh für dich zu. Und in der Zwischenzeit. Ich mag hier immer noch die Shaker so zum Ploppen am liebsten. So, nochmal kurz sauber machen. Wir haben neue Untersetzer. Oh, die sind doch schön. Ja, ich soll sagen, gesponsert von meiner Frau. Ach, ja. Vielen Dank, Frau von Marvin. Frau, Dankeschön. das hat sie uns gegeben, weil ich habe ja gesagt, wir brauchen neue Untersetzer, aber ich mag ja gehäkelt. Gut, sie hat es jetzt nicht selber gehäkelt, sie hat es gekauft bei... einem Geschäft für Tinef, also Dekorationssachen. Aber gut, aber ist auch schön, ne? Schön. Gaming so hier, die war schön. Guck mal, das ist flockig. Da sind ja schon die Jurettenstücke, ne? Das könnte wie beim Milchshake auch, ne? Ja, die sind gut. Ah. Stilles Wasser zur Info. Ja, stilles. Das ist der Geschmack am neutralsten dann, ne? So. Schau mal. Ah, ich finde jetzt in flüssiger Form riecht es nicht mehr ganz so intensiv. Vielleicht auch ganz gut, man weiß es nicht. Cheers. Prost. Ja, würde ich sagen, ne? Auf jeden Fall besser als Cold Brew Coffee. Und Silver.
Cold Brew Coffee habe ich auch in meinem Arbeitskollegen auch noch mal verköstigt. Auch großen Kaffeeliebhaber, aber konnte es auch nicht austrinken. Aber ach, ich finde, es geht eigentlich, ne? Ich muss leider sagen, ich hatte das schon mal einmal vorher auch probiert, ja. Und mir ist es ein bisschen zu süß. Ich merke nur, das schmeckt für mich wie diese Sahne-Erdbeere, aber ich habe die Limette, merke ich gar nicht. Merkst du die Limette? Ja, das stimmt. Das ist wirklich 95%, würde ich sagen, Erdbeere, ne? Mindestens, wenn noch mehr. Also halt so ein sahniges Erdbeereis, so aber so, ne? So eine Erdbeere. Ja. Und ich habe mich eigentlich, weil ich dachte, Leim und so. Ich habe nämlich gedacht, wegen Limette und so, dass das so ein richtig schönes, so ein richtig geiles Fruchtkick-Zeug ist. Ja. Für mich persönlich, also mein Geschmack nicht so. Es fühlt sich so sahnig an. Ja, das stimmt. Also nicht ganz so, sag ich mal, erfrischend wie jetzt ein Laser-Lem oder so. Ne? Nee, ich hätte nämlich gedacht, dass das, also ganz ehrlich, wo ich das getrunken habe, habe ich gedacht, soll da vielleicht lieber Milch rein und wir machen einen Milchshake daraus. Erdbeermilchshake? Ja. Ja, könnte eigentlich auch sein vom Geschmack her. Ja, also wie gesagt, ist halt... Ich finde ihn ein bisschen zu süß. Geht eher so von süße Richtung Level up, ne? Ist es süß? Also wenn ihr Joghurette zum Trinken interessant findet, ja. Oder also euch diese, an diese Bonbons erinnern könnt, dann ist das was für euch. Ja. Wenn ihr aber mehr auf dieses Fruchtkick-Dings gehofft habt, also wie, es gibt ja auch dieses, hatten wir das eigentlich schon mal, dieses Kirschlimette von Level Up? Nee, ich glaube nicht. Glaub nicht, ne? Habe ich auf jeden Fall noch zu Hause, also wir können das auf jeden Fall nochmal testen. Das war gleich dieses Fruchtige, aber mit dieser sauren Note. Und das finde ich dann immer so ein bisschen besser. Also so habe ich es mir halt jetzt auch vorgestellt, wegen Sommer, ne? Ich finde das leider ein bisschen zu süß. Ist nicht so meins, aber es ist jetzt nicht so schlimm wie... Ja, ist auf jeden Fall kein totaler Reinfall. Und wenn ihr Bock auf eine neue Sorte habt von Gamers Only, kann man sich das schon geben. Ne? Aber ist halt auch nichts Besonderes, muss man halt leider sagen. Ne? Wenn man jetzt, ich glaube, wenn man uns fragen würde, was ihr bei Gamers Only Zeug super kaufen könnt, ist einfach wie immer Laser Lemon Cherry. Also ja. Die Kirsche, die ist ja extrem geil. Die finde ich auch richtig geil. Gut, alles. Die Blaubeere könnt ihr auch auf jeden Fall euch holen. Hast du Cola schon gesagt? Ja, Cola fandst du besser? Fand ich sehr gut und auch von meinen Arbeitskollegen, die es so verköstigt haben. Kann das auch ganz gut an, so Richtung Red Bull Cola geht das ja, ne? Also ist auf jeden Fall auch eine gute Basis. Ich mixe mir das dann sehr gerne mit Laser Lemon oder mit Cherry. Ja. Finde ich das sehr lecker. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut antun. Also von dem her, ja, und wenn ihr das mal probieren wollt, es ist nicht schlimm. Nee, auf jeden Fall nicht, ne? Ich finde es aber auch nicht geil. Ja, ist in Ordnung und also ich würde wahrscheinlich in so Medaillenbewertung Bronze sagen. Ich würde auch sagen, eine Bronze, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Steigerung. Ja, ja. Den letzten beiden und ja, ist ja so, muss man so sagen. Es geht bergauf. Ja. Nee, ich denke, da werden ja noch schönere Sachen kommen, aber ist jetzt nicht mein Favorit. Eine Bronzemedaille, damit können wir uns gut an. Auf jeden Fall. Das ist eine gute Sache, ne? Wie immer, ne? Schreibt meine Kommentare, habt ihr schon hier die Summer Edition, Limitless Summer Edition, probiert von Gamers Only. So mit Luna-Musik im Hintergrund, ja. Den Ketchup-Song. Für euch Old OG-Has. Ja, schreibt es in die Kommentare und ja, wenn euch das Video gefallen hat, hören wir uns wieder über ein Like freuen. Macht ihr ja sowieso, ne? Ja, immer. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren und die Glocke aktivieren. Auch gut. Und wie immer, besten Dank für den positiven Support immer und Feedback. Ja. Und nochmal recht herzlichen Dank an Gamers Only, die uns das auch noch zugesendet haben. Ja, perfekt. Eben. Ich hatte es nämlich vorher schon, ich hatte es nämlich vorher gekauft. Und dann war das auch nochmal so, ja schön. Dann. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Video und würden wir uns... Video. Und würden wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Ja. Und dann würde ich sagen, wieder schauen und reinhauen.